Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Black Ops 3. Ich nehme diese Folge gerade auf, nachdem ich die andere gerade hochgeladen habe. Das heißt, ich kann noch nicht direkt auf die Abstimmung eingehen. Das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Aber ich habe mir gedacht, wir spielen jetzt eine kleine Runde Waffenspiel hier. Mit Bot auf Söldner, vier Stück auf Nuketown. Und ja, das ist dann, diese Folge wird dann wahrscheinlich Dienstag kommen. Oder spielt jetzt das Mittwoch oder Donnerstag. Und dann bin ich mal gespannt, was die Abstimmung so ergibt. Und was ihr vielleicht gemerkt habt in der Abstimmung ist, dass ich dort noch ein Spiel hinzugefügt habe, das ich nicht genannt habe. Und zwar Battlefront. Das hatte ich vorhin vergessen. Also das kann ich auch spielen. Was auf der E3 auch gezeigt wurde, ist, dass bei Battlefront 2 kommt. Dieses Jahr noch irgendwann Ende. Das habe ich schon vorbestellt und das werde ich dann wahrscheinlich auch direkt anzocken können. Und ja, da freue ich mich schon relativ drauf. Und wir spielen jetzt erstmal eine kleine Runde Waffenspiel. Ich hoffe, das merkt man ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen was am Sound gepatcht, weil ich gemerkt habe, dass das letzte Mal viel zu laut war. Und habe jetzt eben den Game Sound ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, das ist jetzt besser als vorher. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Dann muss ich, werde ich das in der Aufnahme merken, nachher beim Schneiden und mal gucken, ob ich da noch was verändern kann. Einer hat schon 10 Punkte. Und ich wurde instant gemessert. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein oder zwei Runden spiele. Es kommt eben darauf an, wie schnell die Runden gehen. Was ich in der letzten Folge schon erwähnt hatte, man kann maximal Folgen mit einer Länge von 15 Minuten aufnehmen. Das war's. Und deswegen muss ich gucken, ob das passt mit zwei Runden. Flammeneinheit geräuchert. So, hinter mir. Oh, ich mag diese Waffe nicht, aber danach kommt ja die Argus. Die mag ich relativ gerne. Ist meine Lieblingsschrot mit. Auch wenn ich Ziel erledigt. generell nicht gerne Schrot spiele, aber wenn ich sie spiele, musste nämlich die Argus. Flammeneinheit geräuchert. Weil sie eben fast immer one-hitted, wie man gerade gesehen hat. Das ging schnell. Aber ich liege schon vorne. Das ist schon ganz gut. Ich habe hier vorher schon einmal versucht, eine Runde aufzunehmen, aber da waren die irgendwie so schlecht, dass ich nachher 200 Punkte hatte und der zweite und dritte hatte jeweils 20 und ich hatte keine Ahnung, was das war und das wollte ich dann auch nicht hochladen, das ist dann etwas langweilig. Und ich hoffe, das ist dieses Mal nicht so. Er ist gefallen. Oh, mein Aim ist so grottig. Womit hat der mich jetzt weggeholt? Mit einem Schuss aus der dritten Waffe. Und falls ihr noch weitere Vorschläge habt, irgendwie, was man noch so machen könnte, irgendwelche Spielmodi oder irgendwelche Challenges oder sowas, immer gerne reinschreiben. Gehe ich gerne drauf ein. Und ja. Ihr könnt auch Challenges für zwei Leute reinschreiben, also. Das ist gar kein Problem, dass ich das dann mit einem Kumpel aufnehme. Da kommt jemand, oder? Ne. Wie man hier schon wieder sieht, ich hasse die Sniper. Auch wenn ich jetzt gerade komischerweise getroffen habe, aber ich hasse die Sniper. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als dann hier auf dem Feld zu stehen mit einer Sniper. Das war's für Sie. Noch eine Sniper. Nee, ey. Wieso habe ich dann gerade so eine gute Trefferquote? Also eigentlich, aus meiner bisherigen Spielerfahrung habe ich gemerkt, dass ich mit der Sniper eigentlich nicht so gut treffe. Erwischt. Das war richtig schlau. Dann wird man ja sogar noch zurückgesetzt, wenn man sich selber umbringt. Ich mag diese Waffe hier irgendwie nicht. Die ist nicht ganz so mein Ding. Auch wenn es bestimmt Leute gibt, die damit übel gut spielen können, aber. Erwischt. So, und jetzt nicht nochmal selber in die Luft jagen und dann passt das. Und vielleicht mal treffen. Seraph abgeschossen.
Okay, jetzt habe ich das Messer. Mal gucken, ob ich ein bisschen was hinkriege. So, und jetzt mit den Fäusten. Ach, sie ist schon tot. Ich wollte sie jetzt von hinten schlagen. Der hat mich auch gerade im Nahkampf getötet. Das heißt, ich werde zurückgesetzt. So. Was ich aber gemerkt habe, dass es von der Mikroqualität, also vom Headset, eigentlich ganz okay ist. Nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin immer auch blind in solchen Spielen. Ich sehe irgendwie nichts. Okay, eine Runde gewonnen. Ich denke mal, wir schaffen noch eine zweite. Ich versuche es jedenfalls mal. Ansonsten cut ich die einfach raus. Da sieht man sehr gut, wie oft ich daneben geschlagen habe. Irgendwie fallen die immer schon um, bevor man zuschlägt. Naja, obwohl ich würde eigentlich jetzt noch eine 5 Minuten Runde spielen, so ganz normal. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich das noch schaffe. 23 Abschüsse und 6 Tode. Geht eigentlich voll. Nuketown ist auch wirklich meine absolute Lieblingsmap. Bloß die Ladezeiten nerven natürlich ein bisschen, aber es ist auch ein Spiel, wo man es irgendwie verstehen kann, glaube ich. So, Spiel einrichten, Spielmodus ändern. So. Also normalerweise finde ich den Flammenspezialisten ja ein bisschen OP, weil halt man muss sich eigentlich nur einmal im Kreis drehen und trifft direkt alle und sie sterben. One-Hit. Deswegen spiele ich ihn eher seltener, aber ich habe jetzt gerade nicht dran gedacht, ihn nochmal rauszunehmen. Also ich spiele eigentlich so meistens den Bogenschützen, weil es mit dem einfach am meisten Spaß macht irgendwie. Was ich auch richtig cool finde, ist der Zombie-Modus. Den könnte ich auch mal mit einem Freund spielen in einem Video. Muss ich mal gucken. Ich habe jetzt ja genug Zeit. Bloß, also diese Woche müsste ich es theoretisch schaffen, jeden Tag ein Video zu bringen. Bloß die Woche danach wird es wahrscheinlich etwas schwieriger. Die Granate war gerade richtig schlau. Wow, Dead Aim. Obwohl ich ihn geblendet habe, konnte ich ihn nicht töten. Was auch so ein kleines Problem bei mir ist, bei so offenen Spielwelten, also jetzt nicht unbedingt bei Call of Duty, aber bei Battlefield oder GTA oder so, dass ich die Gegner nicht sehe. Ich bin da sehr blind. Fast so wie German Let's Play. Wer den guckt, weiß bestimmt auch, dass er recht blind ist in solchen Spielen. Ich habe jemanden getroffen. Kommt recht selten vor. Ich habe schon wieder jemanden getroffen. Und meine PlayStation summt gerade schon wieder so laut. Okay, jetzt muss ich mich noch mal ein bisschen anstrengen, damit wir noch ein bisschen was reißen können.
vernichtet. Da dachte ich, dann komme ich noch. Irgendjemand hat hier eine Sniper. Ich weiß bloß nicht ganz genau wer. Ich höre sie bloß die ganze Zeit im Ohr. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme genauso laut hört. Das war's für sie. Ups. Er hat eine Sniper, okay. Ja, wie man hier wieder am Reiniger sieht, der ist einfach so stark. Bloß das der einzige Nachteil ist, dass er nicht so eine große Reichweite hat. Wie man hier gerade gesehen hat. Das ging wieder mal recht schnell. Okay, 11-11. Das dürfte aber eigentlich passen. Also wenn ich jetzt verliere, wäre das irgendwie doch schon ein bisschen erbärmlich. Einen abgefackelt. Warum verzieht so hart? Achso, das ist nur noch die Puppe. Abgeschossen. Ist aufgefallen, die allermeisten Tode habe ich tatsächlich immer, weil ich nachlade. Nomad vernichtet. Drohne bereit für Befehle. Überlebenskünstler ausgeschaltet. Diesen Roboter. Ne, ich erreiche ihn jetzt nicht. Wollte ich gerade sagen, falls ich den Roboter jetzt erreiche, ich finde den doch schon ein bisschen OP. Man braucht dafür ja, glaube ich, nur sogar 8 Kills oder so. Und da fährt halt irgendwie 3 Minuten rum und ballert die ganze Zeit halt wie so ein Geschützgegner ab. Ist schon ganz schön stark. Feind am Boden. Danke für die Arbeit. Konterdrohne verlässt Einsatzgebiet. Ich finde diesen Spruch auch immer so schön. Danke für die Arbeit. Der Reiniger gerade war richtig gut eingesetzt, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das jetzt gewinnen werde. Es ist ziemlich schwer, jetzt in 20 Sekunden noch 5 Punkte zu verlieren. Hier hinten ist ganz sicher irgendwo jemand. Ich möchte noch einen Kill. Ich wette, ich werde jetzt nochmal gekillt. Ah, da ist noch jemand. Treffer. Ja. Kommando, in der letzten Sekunde. Benötige Neuzuweisung. Okay, ich glaube, das dürfte jetzt von der Zeit her auch locker passen eigentlich. Treffer. So, also falls ihr jetzt noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder so, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Kann ja sein, dass wieder mit dem Sound irgendwas nicht stimmt oder so und ich das einfach nicht mitkriege. Grafisch her habe ich es, glaube ich, auf 720p hochgeladen. Ist jetzt nicht das Beste, dürfte aber eigentlich klar gehen. Ich weiß nicht, ob man die Qualität irgendwie noch ein bisschen höher stellen kann oder so. Müsste ich mich mal erkundigen. Eine 2,33-Quote, ja, geht. Naja, dann würde ich sagen, war es das auch wieder schon mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wo ich dann auf die Abstimmung eingehen werde und mich je nachdem einrichten werde, was ich dann hochlade. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.